Sonntagmittag. Seid herzlich gegrüßt zu einer kleinen Wanderung. Ja, es ist heute wirklich eine ganz kleine Wanderung, denn wir haben über 30 Grad. Wir sind hier in Ostbelgien, genau gesagt in Krüflingen, unweit von Sandfit und machen hier eine kleine Runde. Die Runde hat nur 7 Kilometer. Gehen ein bisschen hier durch den Wald. Wir haben uns bei Komoot einfach rausgesucht. Wir kommen noch bei der Burg Reuland vorbei. Eine der größten Burgen in der Eifel. Wir sind hier in der belgischen Eifel natürlich, aber ist trotzdem Eifel. Ja, mal gucken. Es wird nicht spektakulär werden. Schöne Natur werden wir sehen. Aber für eine lange Runde hatten wir heute keine Lust. Kein Mensch ist unterwegs bei den Temperaturen. Zumindest kein Wanderer. Ja, mal gucken. Wenn es das eine oder andere hier zu sehen gibt, dann melde ich mich. Ist ganz schön hier im Wald. Da geht es auch gerade von Temperatur. Aber da vorne ist auch schon wieder die Sonne. Aber wie gesagt, die kleine Runde werden wir hier gut überstehen. So, ein beschilderter Wanderweg, Nummer 54, Ostbelgien. Naja, gucken wir mal. Hier im Fichtenwald, riecht so richtig nach Wald, nach Harz, nach Moos. Das riecht richtig gut. Und der Wald hier, wenn ihr so guckt, die Bäume sind auch so ziemlich alt im Schuss, dass es Fichten sind. Das sind in vielen Gebieten nicht mehr so. Hier, ja, leichte Dürreerscheinungen, aber trotzdem, die meisten sind wirklich noch schön grün. Auch wenn es nicht spektakulär ist, aber trotzdem hier ein schöner Weg. Oh, hier kommt allerdings jetzt ein kleiner Zeckenpfad. Da muss man ja wieder Kontrolle machen. Hier ist Gras sehr hoch. Aber trotzdem schön, der Weg. Wirklich schön. Und so nah von zu Hause weg. Wir brauchen gerade mal ein Stündchen bis hierhin. Von uns. Herrlich. So Wege sind schön. Da gehe ich auch gerne durch den Wald. Also ich gehe immer gerne durch den Wald, aber manchmal ist ein Wald dem langweilig, wenn sich nichts ändert. Aber hier ist alle paar Meter der Wald irgendwie anders. Schön, schön. Ja, das ist ja so richtig schinge belgische Büsch. Ja, so ähnlich wie ich gerade hier gesprochen habe, reden sie auch hier. Sie sind ja hier im Osten, also im deutschsprachigen Raum. Und da reden sie ja fast unser Dialekt, wie mir auch in Eifel. Ja, ähnlich wie auch das Luxemburgisch, aber hier in Belgien, da versteht dich hier jeder, wenn du auch Deutsch sprichst. Oh, hier wimmelt es in der Pfütze. Das sind so, ja, das sind natürlich Tiere. Trotz Wetter, wir haben ja wirklich jetzt warm, sieht aus, als wäre Hochsommer, haben wir ja auch, aber trotzdem, du findest immer noch im Wald Pfützen, weil das ist ja dieses Jahr immer selten länger wie ein paar Tage her, wo es geregnet hat. Die Wege hier sind zwar jetzt trotzdem ziemlich trocken, aber Pfützen immer noch vorhanden. Weiter geht's Richtung Burg Reuland. Da wird wahrscheinlich sehr viel Betrieb sein, denn da oben ist eine Straße und da sind uns schon so viele Autos begegnet. Die meisten Leute fahren natürlich mit dem Auto dahin. Mal gucken, ob ich da überhaupt filmen kann. Aber die eine oder andere Aufnahme ist bestimmt drin. Weiter geht's. Es müssen nicht immer spektakuläre Wege sein. Solche schönen Wege hier. Wandwege, Waldwege, die haben doch was. Schön, fällt mir, wirklich. Ich dachte eben, die ersten losgegangen sind, wir gehen jetzt hier nur durch die Ortschaft. Aber dann hat es dann ruckzuck gewechselt und es ging auf einen schönen Waldweg über. Herrlich, bis gleich. Ich werde hier getrieben, die rennt da vorne wieder. Die will nur zur Pommesbude. Haben wir eben auch schon eine gesehen. Ja, da sind noch überall diese schönen Heidelbeersträucher. Aber sind keine dran. Ich weiß auch gar nicht, sind vertrocknet, wann Heidelbeerenzeit ist. Früher sind wir die mal bei uns im Speicherer Wald sammeln gegangen, mit meinem Vater. Den ganzen Tag für den Eimer schön voll zu kriegen. Moment mal, die sind doch welche dran. Die sind jetzt reif. Hier sind echte Heidelbeeren. Guck hier. Die habe ich schon seit 20 Jahren kein mehr gegessen. Die gekauften Blaubeeren sind doch gar nichts. Hier sind echte Heidelbeeren dran. Die sind halt eben nur so klein. Guck mal hier. Lecker. Oh, probiere ich es erstmal. Ja. Schmecken sehr gut. Naja. Die sieht man nur, weil sie so klein sind. Hier so im Wald ist es selbst bei 30 Grad sehr angenehm. Der Wind geht ein bisschen, aber das wird sich jetzt in wenigen Metern ändern. Wir müssen zumindest jetzt mal, ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt so schnell keinen Wald mehr hier haben. Ne? Das sieht sehr sonnig aus. Ja, aber wie gesagt, sind ja nur 5 Kilometer, sind wir schon wieder zurück. Trotzdem schön, schöner Ausblick. Sieht man gleich, wenn ich mal rumdrehe. Viele Wiesen. Weizen. Weizig, ja. Geht so. Moment. Ah, die Burg, wo wir vorbeikommen sollen, die sehe ich immer noch nicht.
Wir werden wohl auf dem richtigen Weg sein. Oh, da vorne steht Badewanne oder irgend sowas. Oh, hier ist Wasser drin. Wie wär's? Ja. Wer hat jetzt da reinsetzen? Bestimmt für die Kühe. Jetzt ist aber jetzt hier alles abgesichert. Stacheldraht und Elektrozaun und Privatgelände. Kann ich leider jetzt nicht hingehen. Das wäre ich natürlich da in diese Kübel einmal reingesprungen. So, leider nicht. Immer eine Ausrede parat. Nichts Essbares hier an den Sträuchern. Nö. Muss man doch noch zur Fritüre fahren nachher. Ja. Ich habe nämlich eben schon eine gute belgische Fritteuse gesehen. Die heißt das Fritüre. Natur pur. Wir jetzt geradeaus noch etwa 8 Kilometer. Dann sind wir auch schon in Luxemburg. Ja, wie gesagt, hier ist aus Belgien. Und irgendwo die Richtung jetzt da. 15 Kilometer. Da müsste man schon fast wieder an der deutschen Grenze sein. Ja, höchstens. Ja, noch ein bisschen weniger. Ja, schöne Gegend hier. Wie gesagt, von hier sind wir in einer Stunde zu Hause. Also zu Fuß nicht, aber mit dem Auto. Zu Fuß wäre es so ein 70 Kilometer Marsch. 60. Junge. Das geht jetzt schon seit einer geraumen Zeit nur durch die Hitze. Das ist jetzt nicht so ideal. Sagst du dazu? Warm, oder? Heiß. Ja. Es ist auch kein Wald mehr in Sicht, wo wir jetzt durchkommen. Da ist mal so unbekannte Wege hier geht. Naja, mal gucken, ob das überhaupt noch was wird und uns über die Bursche finden, weil irgendwie sind wir auch vom Weg abgekommen. Aber die Gegend ist trotzdem weitsichtig und schön hier. Wenn die Kühe davon geht nicht besser wie uns, die gleich da liegen. Wir haben keinen einzigen Schattenplatz. Ein begehrter Schattenplatz und am Wasserfass, da liegt eine Kuh und die andere wartet die schwarze, bis der Platz frei wird. Schlau sind sie. Oh, für uns kommt doch da vorne eine ganz kurze Schattenpassage. 10 Sekunden oder so. Wow. Heiler. Die Geringverdiener, oder? Geringverdiener, ja, wird der Robert jetzt sagen. Also wie er jetzt. Ja, da haben wir die Bursch gefunden, die nach 5-6 Kilometern durch die Sonne jetzt. Das ist schon anstrengend heute, muss man sagen. Machen wir nie wieder. Bei Hitze ausrücken. Guck mal, ob man den Turm da irgendwie besteigen kann. Ich glaube schon. Oh, hier rein, da ist bestimmt ein bisschen mehr kühl. Oh ja. Angenehm. Sehr angenehm. Fast wie der Kölner Dom hoch. Oh, hier sind wir auch ganz schön hoch jetzt. Hier ist wieder die Sonne. Oh, ich könnte warten, wenn wir jetzt so hoch hier oben sind. Hier stehen unheimlich schöne Häuser, auch geradeaus halt wieder. Sehr schön. Oben waren auch hier Menge Villen, die ihr gesehen habt. Also scheint eine reiche Gegend hier zu sein.
sind wir ganz schön hoch gelaufen. Die Burganlage da unten, die ist ganz schön groß. Generell, die Burg ist gut, groß und auch sehr gut erhalten. Hat ja auch gestanden, eine der größten Burgen in der Eifel, wenn ich mich recht erinnere. War aber sehr angenehm, die Treppe gerade hoch, ne? Von der Temperatur. Gell? Wie man hört, alles runter. Ja, wir haben uns mit unserer Runde, ich habe ja gesagt, wir machen eine 7-Kilometer Runde, die haben wir jetzt gerade schon voll. Irgendwas hat mit der Route nicht gestimmt. Wir machen jetzt hier keinen großen Bohren, wenn wir versuchen jetzt zurückzugehen, das sind bestimmt trotzdem noch mindestens 4 Kilometer, denke ich mal, weil in der Sonne, das ist wirklich, das hat mir vor einem Jahr alles weniger ausgemacht. Ich bin zwar jetzt fit, aber ich bin momentan immer noch so ein bisschen ängstlich. Das kriege ich auch wahrscheinlich nie wieder weg. Dass hier irgendwas sein könnte, zu warm irgendwie, dass man hier irgendwie einen Hitzeanfall kriegt durch den Blutdruck eventuell. Das ist mein Problem, wenn man hier in so einer Hitze. Vor einem Jahr sind wir noch rund um Köln gerannt mit 170 Kilometer und bei der Hitze und da hat man nichts ausgemacht. Hier merkt man jetzt gerade nichts aus. Nicht falsch verstehen, ich fühle mich gerade sehr fit, aber meine Angst ist immer noch da. Sie ist zwar schon wesentlich weniger geworden, wesentlich weniger. Also vor 3 Monaten hätte ich nicht getraut, hier so einen Weg zu gehen heute. Aber es wird wahrscheinlich noch nie wieder ganz weggehen. Naja, muss ich mit leben. Weiter geht's. Berg runter, die Treppe runter und dann gucken wir mal, da finden wir den Weg wieder zurück zum Ort. Und da haben wir uns nachher eine Portion Pommes, belgische Pommes, verdient. Aber trotzdem schöne Burg. Zeigen wir einmal unseren Burschhof. Innenhof. Ein Burgfest findet hier mal statt. Ende Juli. Da sind wir dann jetzt vielleicht eine Woche oder zwei zu spät. Bis später. Abwärts. Touren in unbekannten Gebieten bei Sommerhitze sind absolut nicht zu empfehlen. Wir haben das wirklich gelitten. Geht wirklich nur durch die Sonne. Janine ist schwer am Kämpfen. Mir geht es sehr gut, aber ja, wir haben noch ein Stück. Dann kommen wir gleich nochmal in den Wald. Schatten kommt gleich. Ich sehe den Wald schon. Aber es sind noch ein paar hundert Meter. Es ist wirklich gut warm hier in der Sonne. Mein lieber Junge. Jedes Plätzchen vom Schatten wird ausgenutzt. Es ist so ekelhaft warm. Ja, wir warten jetzt bis zur nächsten Wanderung, warten noch bis Herbst wird. Das ist wirklich, man ist immer so, im Herbst ist man froh, wenn es Sommer ist und im Winter, also im Sommer bei Hitze, wäre man froh, es wäre jetzt kalt. Ja, so ist das immer, ist immer irgendwas. Aber ja, die Runde ist jetzt noch zu lang. Normal wollten wir nur 7 Kilometer machen, aber irgendwie die Navigation funktioniert ja nicht wirklich. Hier ist auch kaum Netz. Ich habe keine Offline-Route jetzt hier mehr drauf und ja, ist jetzt so. Wir werden irgendwie ankommen. Ich bin aber auch froh, wenn wir ein bisschen in den Wald gleich nochmal gehen können. Ah, oh, schöne Gegend. Ihr steht im Schatten, gell? Ihr habt es besser. Ihr seid nicht so dumm wie mir, gell? Jo. Wir müssen wieder voll in die pralle Sonne jetzt. Mart, gut. Der erlösende Schatten nähert sich. Noch 250 Meter, dann sind die letzten 2 Kilometer wirklich nur noch im Wald. Das wird jetzt sehr entspannt sein. Besonders für hier mein tapferes Schätzchen, was hier kämpft und sich durchspeist. Aber hat einfach nur warm. Ja, wir machen das ja nicht. Man macht doch sowas nicht. Also all die Video gucken, Wanderung im Sommer bei Mittagshitze oder die Hitze, die jetzt herrscht. Wir haben jetzt wieder, wir haben ja eigentlich 4 Uhr ungefähr. Das ist ja auch ein Irrglaube, dass man denkt, um 12 Uhr wäre dann wärmst. Das ist ja Unsinn. Bei uns fangen die Temperaturen, wenn es so warm ist im Sommer, jetzt so gegen 16 Uhr an, wo der Höchststand erreicht ist. Und gegen, vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer wird gegen 17 Uhr. 12 Uhr ist Quatsch. Früher haben wir gesagt, bleiben 12 Uhr ist der Sonne. Nee. Ist jetzt viel wärmer und ja, war jetzt keine so gute Idee. Aber wir sind ja auch weitergegangen, wie geplant war. Deshalb war die Idee gar nicht so schlecht. Aber jetzt hier, jetzt ja. Ich muss mal sagen, dass ich jetzt wirklich gut wegstecke. Mir macht jetzt gerade mal gar nichts aus. Ich könnte jetzt richtig Gas geben. Aber machen wir natürlich nicht. Ne? Ich bleib da hier mal. Nicht anfassen. Ja. Ich bin auch noch ein heißer Typ. Und wenn ich noch berühre, dann jetzt hier. Ne? Hast du überhaupt eingecremt mit Sonnencreme? Deine Schultern sind ganz schön
Wirklich? Wir laufen ja schon seit 3,5 Stunden durch die Sonne. Klar. Seit 3,5 Stunden. Wir sind noch keine 2 Stunden unterwegs. Also ja, wir sind ja wirklich die meiste Zeit in der Sonne. Ich muss zugeben. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe wieder Scheiße gebaut. Weiter geht's. Noch 100 Meter. Pommes gut machen. Ja, starke Geld dabei. Ich kann nicht zur Pommesbude fahren. Ja. Geh zur Bank. Hier ist gar keine Bank. Hier im Wald. Gut. Es ist jetzt Erlösung in Sicht. Alles gut. Aber trotzdem, macht's nicht nach. Wenn ihr wandern wollt, gehen. Besonders als Anfänger. Bitte in den frühen Morgenstunden bzw. in den Abendstunden. Das ist wesentlich gesünder und auch viel, viel vernünftiger. Und vor allen Dingen, wenn schon Mittag sein muss, genug zu trinken mitholen. Bei mir ist jetzt so, ich hatte eigentlich genug im Auto, aber wir hatten ja nur die 2 Kilometer Runde, 2 Kilometer, die 7. Runde geplant. Da dachte ich, reicht ja 1 Liter hier. Ne? Passiert mir auch kein zweites Mal mehr. Lieber ein bisschen mehr schleppen und was mit zurückbringen, viel zu wenig. Okay, aber ich komme klar. Mir geht's wirklich sehr gut. Komischerweise, aber das ist komischerweise, ja. Ja, weiter geht's. Bis gleich. Ja, selbst im Wald scheint die Sonne, ne? Ich habe gemeint eben, wir waren eben hinweg auch hier in Passage gegangen, aber irgendwie mehr Schatten, glaube ich. Aber die Sonne anders gestanden. Naja, bist du jetzt nicht mehr wirklich weit. Reicht aber auch jetzt. Gell? Sag nur ja. Ja, Kilometer 11,5. Zurück am Ausgangspunkt in Grüfflingen. Jetzt haben wir noch etwa 800 Meter bis zum Auto. Und dann fahren wir mal irgendwo was essen. War jetzt anstrengend. Also für mich zwar nicht wirklich, aber ja, anstrengend ist halt eben, wenn man so ein bisschen warten muss immer. Das strengt mehr an, wie durchzugehen. Aber ist halt so, wenn man zusammen unterwegs ist. Da muss man warten. Hier ist so warm. Da kannst du hier mit der Caldera absetzen. Abdrücke in die Schuhe machen. Das ist jetzt verewigt hier. Oh, oh. Jetzt sind die Schuhe vor allen Dingen versaut. Ah, ach, die da klebt der Bitumen. Jetzt halt schon. Bin ich dumm. Das hat schön Schuh versaut. Also heiß ist hier der Asphalt. Nur mal noch zu zeigen, wie warm wir hier haben. Krass. Junge, Junge, jetzt klebe ich. Die letzte Aufnahme hat alles ausgesagt, wie warm es ist heute hier. Ja, war jetzt im Prinzip, die Runde wäre eigentlich ganz schön gewesen. War sie auch. Jetzt bei normalen Temperaturen wäre, kann man das Ganze ein bisschen genießen. Und so sind wir eben die ganze Zeit am Leiden, beziehungsweise Kälbscher. Sie ist am Leiden. Für mich war es natürlich jetzt ja nicht wirklich schlimm. Wir sind schon weiter bei der Hitze gelaufen. Trotzdem bin ich jetzt froh, dass wir da sind, weil schon mal teilweise unser Janine ein bisschen Sorgen gemacht. Und da ihr Ziegendinger. Weil doch, wir sind jetzt wirklich 80% nur durch die pralle Sonne gelaufen. Naja, mir macht nicht so viel aus, aber ja, man hat genug zu trinken eigentlich dabei. Sie auch, aber hat jetzt, ja, ich bin jetzt froh, dass wir da sind. Das sollte jetzt mal dann gewesen sein. Wir gehen jetzt noch zum Auto, fahren dann noch zu irgendeiner Pommesbude, da wird gegessen, sich gestärkt. Trinken haben wir noch gekaltes Getränk im Auto. Jetzt habe ich noch gerade irgendeine Mücke hier unten Knöchel gebissen oder gestochen. Schwarz vor Fliegen sind wir sowieso. Ich weiß nicht, was die alles. Was ist denn? Das habe ich schon gesehen. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt überall diese Mücken hier. Was ist da hier los? Ja, gut. Trotzdem, die Runde war ganz schön. Bei 10 Grad weniger noch schöner, aber ist zu empfehlen. Die Burg war ganz schön. Ja, gut. Dann bin ich jetzt für heute raus hier. Wir fahren jetzt was essen. Mein Name ist Martin und vielen Dank fürs Schauen meiner Videos. Und freue mich natürlich auch über Likes und Kommentare. Darfst du einmal winken, dass alles gut ist. Bist du noch fit, ja? Noch lebe ich, ja. Okay, sie lebt noch. Wir sind trotzdem jetzt froh, beim Auto zu sein. Und das ist so heil. Ja, das hast du jetzt auf der Runde bestimmt 30 Mal gesagt. Nein, 32 Mal. Ja, mindestens. Ja. Wir wissen doch jetzt. Ich schwitze. Du schwitzt. Wer schwitzt hier nicht? Ich stink sogar schon. Normal stink ich gar stimmt nicht. Stimmt doch gar nicht. Ich stinke nicht. Ich stink, habe ich gesagt. Normal schwitze ich gar nicht, dass ich stink. Aber heute ist es so. So warm war. Wie gesagt, der Bitumen klebt fest und ganz Programm. Hier vom letzten Blick hier aber aus. Aber es ist warm. Ja, warm ist es. Sehr warm. Sehr warm ist es hier. Und hier mit einem Blick auf die Grüfflinger Kirche verabschieden wir uns jetzt für heute. Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht Idiot, schwingt von mir aus den Hut. Der hätte man besser heute angehabt, der Hut. Ja. Ne? Ja. Ventilator. Hätte, hatte, Fahrradkette, wie hat der Lotte mal gesagt. Hätte, Kette und so. Tschüss, jetzt sind wir wirklich hier raus. Bis zum nächsten Mal.